Hallo ihr lustigen Gwent-Spieler da draußen und herzlich willkommen hier zu meiner zweiten Vorstellungsfolge von Gwent The Witcher Card Game. Das letzte Mal habe ich euch mal so einen Crashkurs, sage ich jetzt mal, über dieses Spiel hier so ein bisschen präsentiert und mehr als ein Crashkurs war es auch nicht, weil dieses Spiel hier wirklich unglaublich komplex ist, weil sich auch die ganzen Fraktionen sehr, sehr unterschiedlich spielen. Wir haben die nördlichen Königreiche in Aktion gesehen und auf der Gegnerseite die Nilfgaarder und da haben wir gesehen, dass sie sich schon sehr, sehr deutlich unterschiedlich spielen, obwohl sie natürlich auch wieder Gemeinsamkeiten haben. Und dieses Mal möchte ich mit euch das eigentliche Tutorial machen. Ich gehe deswegen jetzt hier auf Herausforderungen. Und das solltet ihr natürlich dann auch tun, falls ihr euch das Spiel mal anschaut. Wie gesagt, es ist auf GOG Galaxy, also nicht Steam, sondern GOG verfügbar und kostenlos spielbar. Ne? Also ist ein Free-to-Play-Spiel. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal so die grundlegenden Mechaniken an. Und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir denke, dass wir jetzt nämlich hier gleich einen Dialog zwischen Ciri und Geralt erleben. Okay, noch nicht. Willkommen bei Gwent. Willkommen zum Tutorial. Bitte bedenke, dass einige dieser Karten sich von den Mehrspielerversionen unterscheiden. Möchtest du das Tutorial später nochmal ansehen, kannst du es ja fortfahren. Bevor du irgendwelche riskanten Wetten eingehst, sollte ich dir vielleicht erst nochmal die Regeln erklären. Es gab einige Änderungen. Ja, hab schon davon gehört. Also gut, leg los. Das finde ich total geil. Das sind halt echt die deutschen Stimmen, ne? Die halt auch bei Witcher 3 Ciri und Geralt gesprochen haben. Ich feiere das voll. Also als ich das gesehen habe im ersten Mal, da ging mir echt das Herz auf. So, das Ziel des Spiels ist es, eine höhere Gesamtstärke zu erzielen als den Gegner. Das habe ich euch das letzte Mal ja schon gezeigt. Na, hier oben sehen wir hier noch ganz, ganz etwas dunkel. Die Punktzahl des Gegners, 12, das ist in dem Fall Ciri. Und das da unten ist 17. Das sind also Geralts Punkte, also wir. Verlierst du schon? Kein Grund abzuheben. Ich heb mir nur ein paar Überraschungen für später auf. Ja, im Grunde genau das, was ich euch gerade eben schon erzählt habe. Die Gesamtstärke deiner Einheit findest du am unteren Ende des Bildschirms. Die Gesamtstärke deines Gegners wird am oberen Ende angezeigt. Also hier sozusagen die Differenz wäre dann halt 5. Wir haben 5 Punkte mehr als Ciri. Hast bereits mehrere Karten ausgespielt. Ja, so lässt sich alles besser erklären. Genau. Wir sehen es hier, das ist sehr, sehr minimalistisch dargestellt, ne? Also gerade für den Anfänger sehr, sehr gut gemacht, finde ich persönlich. Man wird jetzt hier sozusagen jetzt nicht gleich mit den Anführerkarten, die jetzt hier und hier werden erschlagen, sondern es geht hier eigentlich jetzt nur um die Karten, die ausgespielt sind. Hier haben wir einmal zwei verschiedene Kavallerieeinheiten, hier so eine Fernkampfkavallerie und eine Rittereinheit, die halt zusammen die 17 Punkte geben und Ciri spielt halt Monster. Ich glaube, das sind die nördlichen Königreiche, die das hier sein sollen. Und hier Ciri spielt halt Monster und hat halt hier so ein Nebling und einen Greifen. Gut, zuerst bin ich dran. Genau, jeder kann nur einen Zug machen, also eine Karte pro Zug. Wobei, das stimmt nicht so ganz, ne? Wenn diese Karte nämlich eine Möglichkeit bietet, eine weitere Karte auszuspielen, dann kannst du tatsächlich mehrere Karten pro Zug ausspielen, aber halt nicht von der Hand regulär. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich spiele die, sondern erstmal nur eine. Und wenn die dann halt eine Sonderfähigkeit hat, dann kommt die zur Geltung. So, jede Einheit kann nur eine bestimmte Reihe oder bestimmten Reihen ausgespielt werden. Die Bias-Karte kannst du beispielsweise nur in die Nahkampf freisetzen. Ja, deswegen hat die dann auch so ein Schwert, wenn man da gleich drüber geht. Der alte Nebling kann nur in der Fernkampfreihe erscheinen. Und den Greif musst du in die Belagerungsreihe ausspielen. Das Symbol auf der linken Kartenseite gibt an, wo eine Einheit ausgespielt werden kann. Und wir sehen, wir haben es hier nur noch Nahkampfeinheiten. Das hat natürlich auch Konsequenzen strategisch. Du bist dran. Spiel eine Karte, egal welche. So, hier haben wir es. Redanische Ritter, Stärke 9, keine besonderen Kenntnisse. Außer, dass sie halt da vorne hingehen. Gib lieber gleich auf. Ja, fühlt sich vertraut an. Ich gewinne gerade. Ja, hier wird jetzt sogar noch die Rechnung aufgemacht. Wir sehen, wir haben es in der vorderen Reihe 18, dann hier 8, hier unten 0, macht natürlich 26. Tja, nochmal ein Bias. Toll. Dann spiele deine übrigen Karten aus. Das mache ich jetzt. Gib lieber gleich auf. Und damit haben wir gegen Ciri gewonnen. Für den Anfang nicht schlecht. Dann zeige ich dir mal ein paar Züge für Fortgeschrittene. Ja. Das machen wir jetzt. Also wie gesagt, ich habe euch ja auch schon so ein bisschen was angeteasert. Im Großen und Ganzen. Also ich hätte jetzt, wenn ich das jetzt hier zum ersten Mal gemacht hätte, hätte ich jetzt hier, glaube ich, 25 Erz verdient.
mit denen ich mir dann quasi solche Fässer kaufen kann. Ne? Und hier gäbe es natürlich dann auch welche und so weiter und so fort. Also man, wenn man das Tutorial durchspielen, das lohnt sich wirklich, weil dadurch bekommt man sozusagen an seine ersten Ressourcen. Sehr, sehr gut durchdacht. So, fortgeschrittene Spielmechanik. Shani, kenne ich auch noch. Du kannst einige Karten austauschen, wenn du sie nicht magst. Tausche bis zu 3 Karten gegen neue Karten aus, die du aus deinem Deck ziehst. Wie wäre es, in dieser Partie deine Sonderkarten auszutauschen? Zu denen erzähle ich dir später mehr. Ja, das machen wir jetzt mal. Also, ich klicke jetzt einfach, das habe ich in der ersten Folge nicht gezeigt. Wenn ich jetzt hier einfach mit links draufklicke, geht die weg und ich bekomme eine andere. Die wird dann aus dem Deck gezogen und das ist in dem Fall Vernon Roche. Genau, so hieß der Chef von den blauen Streifen. Jetzt weiß ich es wieder. Und ihr seht, also der ist eine Goldkarte, Stärke 7, hat Sonderfertigkeit, füge einer gegnerischen Einheit 5 Schaden zu. Im Grunde ist der eigentlich so eine Art Trismerigold von seiner Funktionsweise her. Dann haben wir noch eine weitere Sonderkarte, das ist die hier. Dafür haben wir jetzt die Balliste bekommen, füge einer gegnerischen Einheit 3 Schaden zu, das ist also eine normale Bronzekarte. Und dann tue ich den Tagesanbruch weg, damit es nicht zu kompliziert wird. Ich spiele zuerst eine starke Karte aus. Wie zum Beispiel diese. Du musst zugeben, ich sehe schon gut aus. So, und jetzt sehen wir gerade eben schon die transmutierte Variante der Geralt-Karte. Ihr seht's, ne, da fegt er dann halt einfach mal so die Köpfe dieser, ich glaube, es sind Ertrunkene weg. Könnten aber auch Neckar sein, aber ich glaube, es sind Ertrunkene. Ja, und eigentlich würde ich das jetzt nicht machen, weil Geralt... Also gut, das ist jetzt nicht der Standard-Geralt, der hat jetzt hier momentan noch keine Fähigkeiten. Aber der Original-Geralt hätte Fähigkeiten, die sollte man natürlich beachten. Verdammt! Ich zeig dir was! Ha! So, viele Karten haben Spezialfähigkeiten. Die Karte, die Ciri gleich auf das Schlachtfeld bringen wird, spielt beispielsweise ein weiteres Exemplar von sich selbst aus ihrem Deck aus. So. Genau. Hey, warum hat meine Karte keine Fähigkeit? Ach, mecker nicht rum. Schau, was passiert, wenn du diese Karte ausspielst. Machen wir gleich. Also ihr seht jetzt hier, das ist so eine Hordenkarte. Das kennt ihr sicherlich auch noch aus Gwent aus The Witcher 3. Hier zum Beispiel die Krabbspinne. Im Grunde, wenn ihr diese Karte spielt, werden alle Kopien dieser Einheit herbeigerufen. Also in diesem Fall... Also ich weiß nicht, ob diese Karte regulär so funktioniert. Hier funktioniert sie jetzt ein bisschen zur Veranschaulichung ein bisschen anders, ne, weil auch die Geralt-Karte ein bisschen anders funktioniert. Der normale Geralt hätte da unten dran stehen, dass er, glaube ich, tapfer wäre. Das heißt, wenn wir verlieren würden, würden wir 3 Punkte auf seine Stärke von 10 drauf bekommen und 13 und so weiter. Habe ich alles das letzte Mal schon angeteasert. Ich soll jetzt Vernon Roche spielen. Mache ich natürlich. Der ist eine Nahkampfeinheit. Tilly zählt. Sonst nichts. Und damit kann ich jetzt hier eine von diesen hier einfach mal wegbolzen. Wenn die Stärke einer gegnerischen Einheit auf 0 verringert wird, ist die Einheit zerstört und wird auf den Friedhof verschoben. Das ist der Friedhof von Ciri, das ist meiner. So, sie hat jetzt hier einen Neckar gespielt. Der hat momentan auch noch keine Fähigkeit. Ihr seht, der hat auch Ogroid, genauso wie jetzt hier Insektoid. Und hier ist blaue Streifen, Hexer. Das hat alles Konsequenzen, was draufsteht, weil bestimmte Karten diese Karten verbessern oder noch besser schädigen können. So, jetzt kann ich irgendeine Karte spielen. Ich spiele jetzt hier Dütter. Und bolz den gleich mal weg. Nimm dich in Acht. Das wird sicher schmerzhaft. So, jetzt zerstört sie die stärksten Einheiten auf dem Schlachtfeld. Und das wird dann wohl meine sein. Weil meine Einheit Stärke 6 hat und damit die höchste Stärke. Karten mit goldenem Rahmen sind wohl die besten, richtig? Scharfsinnig wie eh und je. Ja, die sind dadurch nämlich... unverwundbar. Also goldene Karten können normalerweise nicht durch solche Aktionen angegriffen werden. Ich sage absichtlich normalerweise. An deiner Stelle würde ich passen. Du hast einen soliden Vorsprung. Um ihn einzuholen, muss ich noch einige Karten ausspielen. Gut, mehr Karten als der Gegner zu haben, verschafft dir eine günstige Ausgangsposition für deinen Sieg. Spiele nie mehr Karten aus als nötig. Deine Karten müssen bis zum Ende der Partie reichen. Ja. Wie hat Onkel Wese mir immer gesagt? Verliere eine Schlacht, wenn du dadurch den Krieg gewinnen kannst? Daran kann ich mich nicht erinnern. Du musst nur 2 der 3 Runden gewinnen. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin so viele Karten ausspielen, wie er möchte. Ja, und jetzt kann ich hier, also man kann es jetzt mit der Maus draufgehen und draufklicken oder man kann mit Leertaste das hier bestätigen. Und damit passe ich jetzt und Ciri ballert jetzt halt Karten raus, um diese Runde zu gewinnen. Und wir sehen, sie hat jetzt noch 5 Karten, wir haben noch 7 Karten.
Und damit haben wir eine sehr, sehr formidable Ausgangssituation für die letzten beiden Runden. Ich habe die vorige Runde gewonnen. Deshalb bin ich in dieser Runde zuerst dran. Ja, genau. Zu Beginn der zweiten Runde ziehen beide Spieler allerdings zwei Karten. Zum Beginn der dritten Runde zieht man nur noch eine Karte. Sieh dir das an. Scheint, als hätte ich jetzt die Oberhand. Du hast mehr Karten als ich, stimmt. Aber du kennst mich. So leicht gebe ich nicht auf. Mehr Karten in der Hand sind mindestens ein Vorteil. Ja, genau. Bla bla bla, das haben wir schon im Grunde schon kapiert. So, das sind jetzt die zwei Karten, die wir gezogen haben. Aber wir ziehen normalerweise nicht nur zwei Karten. Jetzt dürfen wir uns überlegen, ob wir die Karten, die wir haben, überhaupt wollen. Wir können jetzt, also am Anfang des Spiels kann man drei Karten nochmal abwerfen und neu ziehen. In den weiteren, späteren Zügen kann man immer nur noch eine, ja, abwerfen. Ich mache das jetzt mal spaßhalber mit der da. Und bekomme ich dafür Kommando der blauen Streifen. Sie hat jetzt hier gerade eben ein Bias gespielt. Und ich spiele jetzt hier einfach mal eine Balliste. Kann ich direkt mal hier das Ding beschädigen. Damit bin ich erstmal schon mal vorne. Das hat wehgetan. Sie spielt eine Wyvern. Und ich spiele halt nochmal eine Balliste. Nur beim Einsatz. Okay, man muss immer genau gucken, ob diese Dinger jede Runde Schaden machen. Oder nur einmalig. Oder bei bestimmten Events. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist hier einfach nur Krabbspiel in Ungetüm. Hat keine besonderen Fähigkeiten. Okay. Die haben alle irgendwie... Füge einer gegnerischen Einheit 5 Schaden zu. Ach ja. Interessant. Machen wir das Ding hier weg. Weißt du was? Du solltest jetzt wirklich passen. Du gewinnst so oder so. Ja, du hast nun eine höhere Gesamtstärke als dein Gegner, der gerade gepasst hat. Es hat keinen Sinn, weitere Karten auszuspielen. Passe jetzt, um die Runde zu gewinnen. Markiere dazu das Münzsymbol. Machen wir. Und in der letzten Runde werden wir natürlich alle Karten rausbolzen, einfach nur um Ciri zu trollen. Letzte Runde. Bereit? Wir haben beide jeweils eine Runde gewonnen. Das ist die alles entscheidende Schlacht. Jo. Wir ziehen jetzt jeweils eine, wie ich es schon gesagt habe. In der letzten Runde wird nur noch eine gezogen. Und jetzt können wir wieder uns überlegen, wollen wir diese Karte haben, ja oder nein. Und wir sehen jetzt hier, Kommando der blauen Streifen. Was tun die eigentlich? Bindung. Verbessere die Einheiten zur Linken um 2. Das heißt also, wir sollten erstmal die Ritter ausspielen und danach dann die blauen Streifen. Mir gefällt das eigentlich ganz, ganz gut, was wir auf der Hand haben. Das ist sehr, sehr ausgewogen. Von dem her, was halt hier momentan möglich ist, ne? Und ich mache annehmen. Wir müssen als erstes spielen. Ich spiele jetzt hier redanische Ritter. Für Radovid! Das hier ist jetzt ein Vran-Krieger. Einsatz, verzehre die Einheit zur Rechten. Timer 2, Zugbeginn. Verzehre die Einheit zur Rechten. Also das heißt, sie wird jetzt offensichtlich zu ihrer Rechten hier die Einheiten verzehren. Und dadurch wird der... Also das Verzehren bedeutet letzten Endes, dass er dadurch... die Stärke dieser Einheit wohl gewinnen wird. Das ist das, was ich zumindest vermute, weil das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Die Einheiten zu linken, also mehrere. Lang lebe, etc., etc. Und jetzt mache ich noch den dahin. Für Radovid! Oh, schön, du hast gewonnen. Glückwunsch. Ja, nun hast du eine höhere Gesamtstärke als dein Gegner. Du kannst deine übrigen Karten ausspielen oder passen. Gewinnen wirst du die Runde auf jeden Fall, da dein Gegner gepasst hat und deine Gesamtstärke nicht mehr erhöht werden kann. Also wir stehen momentan 1-1. Ich hätte sowieso schon gewonnen, aber wir trollen sie jetzt mal ein bisschen, weil ihre Reaktion so lustig ist. Hübscher Saustall hier. Ernsthaft? Du weißt, dass du jetzt aufhören kannst, oder? Ich höre aber trotzdem nicht auf, Ciri. Hübscher Saustall hier. Und ihr seht, das gibt hier so eine lustige Kettenreaktion, wenn man weiß, wie man das hier anwendet. Also dadurch wurde jetzt er hier verbessert, aber auch der hier nochmal. Ich spiele nochmal. Wirklich stilvoll. Sie ist wirklich sauer. Und ihr seht, also jetzt kam gerade eben kein Punktwert mehr dazu, sondern das hier hat wiederum den hier getriggert, dass der hier nochmal verbessert worden ist. Und jetzt trollen wir sie halt endgültig. Geralt, hör auf, Salz in die Wunden zu streuen. Und jetzt haben wir gewonnen. Ich find's cool, dass wir an sowas gedacht haben. Also, ich mag das einfach, solche kleinen Details. So,
das war jetzt sozusagen das grundlegende Tutorial. Jetzt gibt es hier noch die speziellen Spielmechaniken, die schauen wir uns natürlich auch noch an. Das mit der Deckverwaltung und so, das machen wir auch nochmal, aber ja, wobei das habe ich euch ja eigentlich schon im Großen und Ganzen gezeigt. Gehen wir erstmal jetzt hier bei den speziellen Mechaniken rein. Stirb, du Wurm! Tja, da haben wir Eredin von den Monstern. Frieden willst du? Dann erkämpf ihn dir! Und wir spielen jetzt Hänsel. Tausche am besten. Hey, schau mir nicht in die Karten. So, ich kann jetzt auf jeden Fall irgendwelche Karten tauschen. Tausche Karten aus, die du in dem Kampf nicht verwenden möchtest. Wenn du deine Karten zufrieden bist, drücke. Bla bla bla. Ich hau jetzt mal einen von denen hier raus. Und ich habe jetzt tatsächlich Geralt bekommen, das ist natürlich cool. Und einen von denen hier raus. Und da habe ich das Ablenkungsmanöver, das ist doch schön. Und dann spiele ich den ja auch noch weg. Wir sind fast fertig. Ich möchte dir nur eine Sache noch zeigen. Spiel diese Karte aus und schau, was passiert. Also, sowas würde ich normalerweise nie reinfallen. Für Radovid! Este esse, Kreasa. Siehst du? Das, lieber Geralt, war eine Anführerkarte in Aktion. Die kann man aber trotzdem nur ein einziges Mal pro Partie ausspielen, ne? Also wenn du in dieser Partie, egal in welchem Zug, die kann man nur ein einziges Mal spielen. Und die ist dann halt auch für die folgenden Züge dann weg. Wobei es natürlich dann auch noch solche Aktionen wie bei Volltests gibt, dass dann sozusagen der Effekt, zum Beispiel die Verstärkung aller Einheiten auf Hand und auf Deck, permanent bleibt für das gesamte Match. Aber in diesem Falle haben wir halt sozusagen eine Situation, wo das halt nicht der Fall ist. So, du kannst deinen Anführer nur einmal pro Partie, genauso hat er gerade gesagt, einsetzen und so weiter. Dein Zug. Los, lass deinen Anführer brillieren. So, unser Anführer ist Hänselt, hat Stärke von 3. Generiere eine einfache Kopie einer verbündeten Bronzeeinheit in der Reihe dieser Einheit. Dann spiele ich ihn jetzt einfach mal aus. Catwin! Angriff! Kann ich jetzt ihn hier verbessern, beziehungsweise kopieren? Und nun pass auf! Schlag den Kragen hoch, ein Wetterwechsel steht an. Mit Wetterkarten? Schwächt man Einheiten in einer Reihe, weiß ich doch. Genau. Jetzt kommt das, was ich schon mal angeteasert habe. Sie macht jetzt hier Frost. Setze Wetterkarten am besten dann ein, wenn dein Gegner in einer bestimmten Reihe erheblich mehr Stärke besitzt. Einige Karten wie Eredin sind gegen diese Effekte von Wetterkarten immun. Aber ihr seht jetzt hier, wir bekommen jetzt Schaden. Doch das Wetter kann launisch sein. Hier, spiel diese Karte aus und lass dich überraschen. Ja, und wir haben jetzt... Weitere Karten gebe ich dir aber nicht. Sie hat uns jetzt hier gerade eben tatsächlich hier den Tagesanbruch zugeschustert. Also wir würden jetzt hier tatsächlich jede Runde Schaden bekommen, bis diese Einheiten zerstört werden oder wir das Wetter aufheben. Und wir heben das Wetter jetzt auf. So, diese Karte kann man auf zweierlei Arten ausspielen. Entweder als blauer Himmel oder als Zusammenkunft. Das sind zwei verschiedene Effekte. Ich spiele jetzt auf jeden Fall hier den blauen Himmel aus, weil wir sollen ja den blauen Himmel ausspielen. Die Einheiten bleiben aber beschädigt. Hier, spiel auch diese Karte aus. So, zu dem Thema, dass es die letzte Karte ist, die sie mir geben will, ne? Das Horn des Kommandanten erhöht die Stärke mehrerer aneinander angrenzenden Einheiten. Spiele das Horn des Kommandanten jetzt aus. Oh yeah. Kennen wir ja schon, habe ich schon angedeutet. Haben jetzt hier plötzlich 12-12 statt 8-8. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ach ja? Dann beweise es. Passe und wir können anfangen. Na, dann machen wir das auch mal, ne? Also wir haben jetzt diese Runde gewonnen. Und jetzt spielt, glaube ich, Ciri ernst. So, wir haben jetzt zwei Karten gezogen. Na schön. Spielen wir eine richtige Partie. Ohne Hinweise, ohne Hilfestellung. Gut. Das sollte eigentlich gehen. Ich finde die Karten, die wir auch haben, weitgehend okay. Wobei, die tue ich mal weg. Jetzt habe ich nochmal so einen redanischen Ritter. Ja, das ist okay. Ich spiele... Ja, wobei, ich könnte auch gleich mal mit Geralt anfangen. Das ist nicht dein Tag. Weil, das ist sowieso der nicht besondere Geralt. Ah, ihr seht es hier, Chort. Einsatz Tapferkeit, kräftige diese Einheit um 3. Ja, die ist jetzt halt plötzlich stärker als zuvor. So, dann kann ich aber allerdings was dagegen machen. Ich spiele jetzt hier meine Balliste und die knallt jetzt hier einfach mal 3 Lebenspunkte raus. Oder 3 Stärkepunkte, wie auch immer. Dann gibt es jetzt hier nochmal ein Bias. Der ist mir eigentlich ziemlich wumpe. Das machen wir einfach nochmal.
Bäm. Jetzt haben wir Nebel. Dieser Nebel ist schlecht für diese Einheiten. Untödlich. Und deswegen müssen wir jetzt eine andere Strategie fahren. Wir haben deutlich mehr Karten als Ciri, deswegen können wir es hier tatsächlich auch ausbluten lassen, wie ihr seht. Also das ist auch jetzt tatsächlich meine Taktik. Ich gehe jetzt tatsächlich her und spiele das hier noch. Hübscher Saustall hier. Da muss ich jetzt erstmal ordentlich ranklotzen, um das hier nochmal zu bekämpfen. Eine Karte hat sie noch. Jetzt nehme ich das hier, das ist ein taktischer Move. Ich verbessere diese Karte um 3 und spiele sie gleich nochmal. Hübscher Saustall hier. Und dann wird er nochmal hier verbessert. Und sie kann nichts mehr machen und ich habe noch 3 Karten übrig. Und habe gewonnen. So viel dazu. So, damit haben wir im Großen und Ganzen jetzt hier dieses Tutorial ebenfalls abgeschlossen. Oder das eigentliche Tutorial, wie man das Spiel überhaupt spielt, ne? Also das Spiel erklärt es einem schon sehr, sehr gut. Wobei halt immer die Grundzüge, ne? Also die ganzen Sonderfertigkeiten der einzelnen Karten sind halt... Es sind halt Sonderfertigkeiten, man muss die halt einfach alle selber kennenlernen. So, jetzt gehen wir zur Deckverwaltung. Das hier war Erstellen Decks, Erstellen von Karten. Genau, wir versuchen jetzt Karten zu erstellen. Wie man ein Deck ausstellt, das habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Den Laden habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Jetzt gehen wir zum Erstellen von Karten. Das weiß ich nämlich gerade eben gar nicht mehr, wie das geht. Ah, das war das ja. Willkommen, dies ist deine Kartensammlung. Hier kannst du dir alle Karten ansehen, die du jetzt gesammelt hast. Einige Karten in diesem Fenster sind ausgegraut. Das bedeutet, dass du diese Karten nicht in deiner Sammlung hast. In jedem Deck dürfen maximal bis zu 3 Exemplare jeder Bronzekarte, aber nur ein Exemplar jeder Gold- oder Silberkarte enthalten sein. Sammelst du mehr als die erlaubte Anzahl an Exemplaren, kannst du die überzähligen Karten malen. Ach genau, hier war das. Und ihr seht hier, Mühle wird ab Stufe 3 freigeschaltet. Deswegen konnte ich das noch nicht. und dadurch werden die Karten zu Scraps, also zu diesen Schnipseln hier verarbeitet. Es gibt verschiedene Filter, mit denen du dir bestimmte Karten deiner Sammlung anzeigen lassen kannst. Das ist das da oben. Benutze die Filter am oberen Rand des Bildschirms, um schnell zwischen den Karten jeder Fraktion zu wechseln. Um deine Suche weiter einzuschränken, kannst du das erweiterte Filtermenü benutzen. Klicke auf Filter, um das Filterfenster zu öffnen. Ja, machen wir mal. So, jetzt sehen wir hier, was wir alles machen können. Ne? In diesem Fenster kannst du einige verschiedene Filter festlegen. Beispielsweise kannst du im Suchfeld den Namen einer Karte eingeben, um diese Karte anzuzeigen. Die Karte, die du gefunden hast, bleibt sichtbar, auch wenn du das Filterfenster schließt. Klicke auf Filter schließen, um das Fenster auszublenden. Lass uns jetzt eine Karte herstellen. Markiere dazu eine Karte und klicke, um zur Detailansicht der Karte zu wechseln. So, das ist jetzt hier wieder dieser Tagesanbruch, ne? So, in diesem Bildschirm kannst du Karten herstellen und malen, wiederverwenden, aber scheinbar hast du bereits die maximale Anzahl dieser Karte. Verfügst du über genügend Meteoritenstaub, kannst du jede beliebige Karte deiner Sammlung transmutieren und so ihr Erscheinungsbild auf den Schlachtfeld ändern. Also es ist dann sozusagen hier nicht das Bild, sondern dann halt die coole Variante, ne? Also da, wo sich halt alles auch bewegt. Das hat, soweit ich weiß, keinerlei spielerischen Effekt, sondern einfach nur, es sieht halt einfach geiler aus und euer Gegner weiß, ihr seid ein Badass. Du verfügst momentan nicht über genug Meteoritenstaub für die Transmutation dieser Karte. Klicke auf Vorschau schließen, um dieses Fenster zu schließen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir ehrlich gesagt von CD Projekt gewünscht, aber vielleicht kommt es noch, dass sie einen das trotzdem einmal machen lassen. Einmal, ne, sozusagen als Goodie. Aber, naja, wie gesagt, vielleicht kommt es ja noch. Vorschau schließen. So. Jetzt kennst du die Grundlagen zur Verwaltung deiner Sammlung. Über die entsprechenden Reiter im Hauptmenü kannst du jetzt jederzeit hineinschauen. So, und das werden wir jetzt auch tun. Ich möchte nämlich, also wir sind jetzt hier eigentlich im Großen und Ganzen fertig und bald geht diese Folge ja eigentlich auch schon lang genug. Wir gehen jetzt hier nochmal auf die Karten. Ich gehe jetzt hier auf, das war bei Sammlung, genau, Sammlung. Und ich bin mir jetzt gerade eben nicht ganz sicher. Moment, jetzt gehen wir erstmal hier auf Filter. Ich wollte mal schauen, nicht bei Skellige, nee, nicht alphabetisch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich die auch, Besitzstatus, Farbe, Premium-Karte, nur Premium, ja, das sind jetzt hier die zu transmutierenden, nur Standard,
Es gibt hier Karten, die habe ich noch nicht. Hier zum Beispiel Abhärtung. Verbreite 3 benachbarte Einheiten um 3 und füge ihnen 3 Rüstungen zu. Das habe ich zum Beispiel nicht. Das würde zum Beispiel jetzt 80 Scrap kosten. Also 80 Schnipsel. Die würde zum Beispiel nur 30 kosten. Will ich aber natürlich nicht, weil die habe ich ja schon. Die kostet 200 Schnipsel. Also wir sehen, die kosten alle sehr, sehr unterschiedlich. Dann hier ein entsetzlicher Schrei, Sonderkarte. Zerstöre eine verbündete Einheit, generiere einen Bären. Kostet 80. Überdosis kostet auch 80. Gibt es irgendwo eine, die ich noch nicht habe und relativ günstig ist? Das weiß ich jetzt halt leider. Ihr seht, die kosten alle irgendwie 200. Das Problem ist, ich kann halt auch noch nicht malen. Also in dem Fall zermalen. Oh, hier gibt es sogar noch eine goldene, die kostet 800 Schnipsel. Und beim Malen würde man dann 200 bekommen. Also ich sehe momentan da keine Möglichkeit, da was zu machen, weil ich nicht glaube, dass wir... Ja, ich könnte jetzt eine Einheit verbessern. Ich könnte jetzt den hier versuchen herzustellen. Gucken wir mal. Gesandter. Ein Spion? Nein, das wäre übertrieben. Ich würde mich eher als Beobachter bezeichnen. Also er hat eine Stärke von 2 und er verbessert eine eigene verbündete Einheit. Also der kommt, dieses Zeichen bedeutet, er wird beim Gegner eingesetzt und dadurch wird eine eigene verbündete Einheit um 10 verbessert. So, den stelle ich jetzt mal her, nur um es mal zu zeigen. Jo. Und damit habe ich jetzt einen Gesandten. Vorschau schließen. Kann ich jetzt die Filter schließen, kann zurückgehen. Und jetzt gehen wir mal in mein entsprechendes Deck hinein von, nicht von Skellige, sondern hier von Nilfgaard. Hier mein, also das ist ja mein privates Deck hier, das ich selber erstellt habe. Und der müsste jetzt eigentlich, muss ich mal gucken, Bronze, das war ja eine Bronzekarte. Der müsste jetzt ja eigentlich irgendwo hier sein. Da ist er. Ja, den kann ich jetzt hier tatsächlich aufnehmen. Und der ist jetzt mit dabei. Jetzt, ihr seht, ich habe jetzt hier 26 Karten. Man kann maximal 40 Karten haben, muss aber mindestens 25 haben. Und den nehme ich jetzt halt einfach mit, weil der ist sehr, sehr praktisch. Warum nicht? Ne? Also wenn man den dann kriegt, das ist schon eine geile Kiste. So, damit können wir das jetzt hier speichern. Und im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Ich weiß auch gar nicht, wie ich diese zukünftigen Folgen machen werde, denn ich möchte jetzt natürlich auch spielen. Übungsspiele sind wahrscheinlich eher langweilig. Ich weiß es noch nicht. Es kommt ganz, ganz drauf an. Also ich werde versuchen, freies Spiel online gegen andere Leute natürlich dann zu machen, um euch das auch ein bisschen zu zeigen. Aber es kann auch gut sein, dann werde ich wahrscheinlich halt auch mal verlieren. Aber das gehört auch halt auch alles dazu. Auf jeden Fall, in der nächsten Folge habe ich vor, euch mal ein Online-Spiel zu zeigen hier im freien Spiel und dann schaffen wir hoffentlich auch mal ein Level up, ne? Also das hier sind jetzt, glaube ich, so die ganzen Basics, die ich jetzt euch über eine Stunde und 10 Minuten habe erklären können. Das sind alles Dinge, die ich mir selber sozusagen auch selber hart erarbeitet habe durch das Spielen dieses Spiels und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und spielt vielleicht selber auch mal eine Runde, denn wie gesagt, das Spiel ist free to play. Und ich bin selber gespannt, ob das Spiel auch weiterhin spielbar bleibt für alle, die, ich sage jetzt mal, da kein Vermögen hineinstecken wollen. Ne? Schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.